Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standard Berlin, heute mit Standard Berlin Kultur. Und ich habe ein Buch neulich gelesen und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, mit der Autorin muss ich unbedingt reden, nämlich Albrecht Dürer. Der hat so vor 500 Jahren, über 500 Jahren gelebt, taucht plötzlich in Berlin auf. Und in einer Geschichte, die fand ich dann sehr spannend, sehr schön geschrieben, da habe ich gesagt, wer hat so schöne Einfälle. Und heute sitzt neben mir und bei uns und für Sie eingeladen, Gabriele Borgmann, herzlich willkommen. Ja, danke schön. Venus AD heißt das, Venus AD. Da habe ich gedacht, das muss ein Erotik-Thriller sein. Aber es entpuppt sich als ein Krimi. Oder auch nicht ganz. Es ist von jedem etwas. Was bedeutet denn dieser Titel? Ja, dieser Titel bedeutet, dass es sich um das wahrscheinlich erste Plagiat in der Malerei handelt. Was? Es passierte. Hat Albert Dürer gekupfert, abgekupfert? Der war das Opfer. Also, es geschah 1507 in Nürnberg. Und Albrecht Dürer saß in seiner Werkstatt und er mochte also, es war ein Augustabend, er mochte, wenn das Licht so allmählich verschwand, der Tag sich zurückzog und die Nacht kam, dann war er besonders kreativ. Und er wusste, eigentlich sollte er nach oben gehen, die Stiegen hinaufsteigen zu Agnes, denn er hörte die Kirchturmuhr schlagen. Es war zwar damals die mechanische Uhr bereits erfunden, aber er lebte noch nach der Kirchuhr. Aber es war genau diese Phase zwischen Tag und Nacht, die seine Kreativität triggerte. Und dann nahm er ein Fetzen Papier. Und Agnes war seine Frau. Agnes war seine Frau und die war sehr geschäftstüchtig, sehr sortiert, hat den Tag sehr klar nach der Kirchturmuhr eingeteilt. Und er war der kreative Part in der Ehe. Und dann nahm er diesen Fetzen Papier und nahm den Kohlestift und er spürte in sich diesen Drang zu zeichnen. Und er wusste nicht genau, welches Motiv und was rauskommen würde und da erstand die Venus. Die wurde also auf diesem Fetzen Papier in seiner Werkstatt geboren. Und nicht nur wir haben jetzt durch die Fenster gesehen, sondern auch Lukas Cranach. Aber diese Venus war das Agnes? Diese Venus war nicht Agnes. Diese Venus, diese Venus war wirklich der Mythologie entsprungen, so wie man sich die Venus bereits in der Antike vorgestellt hat. Nackt und rund und ein bisschen Speck auf den Hüften und ein bisschen Zellulitis durfte sie auch haben. Die hatten noch nicht dieses abgemagerte Schönheitsideal, wie wir das heute teilweise haben. Aber Sie sagen, und jetzt beginnt der Krimi, Lukas Cranach sieht das durch das Fenster und in ihm reift ein Gedanke. Naja, dem sind die Ideen ausgegangen. Der war also zu dieser Zeit Hofmaler von Friedrich dem Weisen. Und Kunst war damals auch ein Machtsymbol. Und er wollte ein Bild von seinem Hofmaler, von Lukas Cranach, das dem Klerus die Plässe ins Gesicht treiben sollte und dem Adel weiche Knie bescheren sollte. Also eine nackte Frau, die Venus. So wie wir die sie kennen. Die hat er geklaut und dann gemalt, ja. Und darum geht dieses ganze Buch. Und dann sieht der Cranach, wie der Dürer mit seinem Kohlestift diese Venus schon gemalt hat. Und dachte, das ist es. Die klaue ich ihm. Ja. Hat er das gedacht? Ja. Jedenfalls ihr Buch handelt davon. Ja. Und er hat geklopft und gastfreundlich, wie Albrecht Dürer war. Er kam ja gerade aus Italien, von seiner wahrscheinlich zweiten Venedigreise zurück. Und da lernte man schon auch Gastfreundlichkeit. Also damals waren ja auch die Kaufleute, die deutschen Kaufleute, besonders um Fugger, in Venedig stationiert und machten da ganz blühende Geschäfte. Und da hat er auch die Gastfreundlichkeit mitgenommen aus Italien. Ließ ihn rein und bereitete ihm das Abendmahl zu und in einem unbeobachteten Moment griff Cranach zu. Ja, und dann taucht in Ihrem Buch Albrecht Dürer hier in irgendeiner Dachkammer über Berlin auf, im August 2019. Im August 2019. Das steht uns also jetzt noch bevor. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der knallt also, er hat diesen Klau entdeckt und zürnt fürchterlich und
fällt durch Raum und Zeit. Ist ja gar nicht so weit hergeholt, wenn man ein bisschen die Fantasie mal schweifen lässt. Ja, wenn wir bedenken, es gibt Milliarden Galaxien und der Urknall der Erde, in der sich Raum und Zeit offenbarte, der ist mal gerade 13 Milliarden Jahre her. Das sind 500 Jahre ein Wimpernschlag der Zeit. Und dann ist er hier in Berlin. Und dann landet er hier in Berlin und sieht sich um. Und er war ja zeitlebens auf der Suche nach Perspektiven und wundert sich über diese Aussicht und denkt, was sind das für Perspektiven? Ja. Aber er sucht ja jetzt sein Bild, oder hat er es noch gar nicht gemerkt? Er sucht sein Bild und will sein Monogramm da drauf machen. Er sagt, das ist meine geistige Schöpfung. Das ist das AD, Albrecht Dürer. Ja. Ja, ist einfach. Und Venus ist das Bild. Genau. Schon haben wir den Titel mal aufgelöst. Ja, ja, so ist der Titel entstanden. Wieso meint er denn, dass das Bild jetzt in Berlin ist? Naja, es wurde geehrt, damals 1509 in Wittenberg. Und gleichzeitig, und das ist diese kosmische Verbindung, also man muss auch irgendwann, besonders als Autor, von der Berechenbarkeit der Wissenschaft loslassen und in die Fantasie und in die Fiktion geht. Und er spürt das. Er spürt das durch seine kosmische Energie. Da, 510 Jahre später in Berlin, wird dieses Bild in der Neuen Nationalgalerie stehen und ich werde mein AD darauf ritzen können. Und das wird er tun und er fällt er durch die Zeit. Und darum spinnen Sie jetzt die Geschichte in Berlin mit dem regierenden Bürgermeister, einem Professor, einer Studentin, die was werden will. Das liest sich wirklich wie ein Krimi. Und man weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist das Verrückteste an dem Buch. Man kommt nicht dahinter. Ja. Erzählen Sie mal kurz die Geschichte. Ja, ich verrate das Ende nicht. Also aber vielleicht ich am Schluss mal sehen. Also es ist ja eine Novelle. Und eine Novelle hat ja ein besonderes Merkmal und es ist diese unerhörte Wende. Und die habe ich zum Schluss und das macht mein Buch. Aber erzählen wir mal bis zum Schluss. Sie sollen ja das Buch selber lesen. Also ich verrate es nicht. Der landet also da auf den Stufen der Neuen Nationalgalerie und eine Doktorandin, Nele Rosenbach, die hat genau das in ihrer wissenschaftlichen Arbeit rausgefunden. Die Venus kann nicht von Cranach sein. Und nun überlegt sie, wie sie denn diese Härte der Wissenschaft aufbrechen kann, ohne ihre Karriere zu gefährden. Denn auf der Venus stehen nicht die Initialen. Da steht ein L und ein C und eine geflügelte Schlange. Ja. Das Zeichen von Lukas Cranach, ja. Und sie sitzt also auf diesen Stufen und denkt, eigentlich müsste ich jetzt zum Regierenden gehen und ihn mal aufklären, was die Wissenschaft seit 500 Jahren lügt. Und zu ihrem Professor. Und zu dem Professor Seltig. Bei dem sie Doktorandin ist. Ja. Der liebt die Wissenschaft und vor allen Dingen klebt er an Daten. Ja. Wie Wissenschaftler das gerne tun. Das gibt denen Sicherheit. Daten sind ein Handlauf der Karriere. Aber jeder denkt, das ist Lukas Cranachs Bild. Mhm, jeder denkt das. Und Nele weiß es anders und Albrecht sowieso. Wie ist denn die Nele dahinter gekommen? Ja. Ich weiß nicht, wie Sie ins Museum gehen, wenn Sie vor einem ehrwürdigen Werk stehen. Andächtig und mit Distanz, mit einer gebührenden Distanz. Das macht die nicht. Die geht in die Restauration, die bezirzt den Restaurator und hat ein Skalpell in der Tasche. Ja. Und dann löst die dieses Bild aus dem Rahmen und sieht, dass da hinten Terra Rossa fehlt. Denn Terra Rossa haben also die Mittelaltermaler genutzt, Das Pulver, rotes Pulver. Rotes Pulver. Erdpulver. Genau, rote Erde. Da haben die also gegen einen Beutel geschlagen und haben so mit Linien gezeichnet und danach mit Farbe ausgefüllt. Und dieses Terra Rossa fehlte. Dieses Terra Rossa fehlte. Es ist nie als Vorlage gemalt worden, nie entworfen worden. Es ist also freihändig auf Holz gemalt worden. Und das war der Beweis? Und das war der Beweis. Für Albrecht Dürer. Es hätte sonst Terra Rossa irgendwo ein Pülverchen sein müssen, ja. Weil, wie wir uns erinnern, Beginn der Geschichte, er mit dem Kohlestift das freihändig gemalt hat. Freihändig gemalt und Cranach hat das in große Wörter. Aber nun muss sie das ja jemandem berichten. Kann sie und nicht. Und sagen. Ja, das ist ihr Konflikt. Das ist ihr Konflikt. Professor Seltig, wir lernen ihn kennen, von Statur mächtig und auch Boxer und auch ansonsten sehr resolut. Wenn man ihm widerspricht,
Er will so einen Kunstclub gründen, nicht? Und sammelt an dem Abend noch 1 Million ein. Ja, ja, von den Reichen. Ja. Der möchte gerne Aufsichtsposten in diesem Kunst. Dazu braucht er auch dieses Bild. Mhm. Und das würde ja seine ganze Forschung in Frage stellen. Jetzt haben wir das Buch schon fast erzählt und mehr wollen wir nicht erzählen, sonst lesen Sie es nicht mehr. Ja, ja? Passiert ja. Wie passiert fällt Ihnen denn sowas ein? Das sind ja Verwicklungen und Verwindungen. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt fängt schon wieder was Neues an. Ja, wo geht der rote Faden hin? Ja. Und am Schluss löst sich das auf und ich sage, mein Gott, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, ja. Wie fällt Ihnen sowas ein? Sitzen Sie hier auch irgendwo in der Dachkammer von Berlin? Ich habe dieses Buch seit 25, 30 Jahren in mir gehabt. Also über Dürer habe ich meine erste Hausarbeit geschrieben im Studium der Kunstgeschichte und habe dann gedacht, der muss der Erste gewesen sein, der seine Naked-Bilder überhaupt, so nannte er die, es gab ja noch keine Aktmalerei, man malte damals nackt und malte das natürlich. Und er hat da wirklich Studien gemacht und war auch Zeit seines Lebens auf der Suche nach Schönheit, nach Proportionen, nach Perspektiven. Und da kam mir die Idee zu diesem Buch. Und dann fehlte mir immer noch dieses kleine Mosaiksteinchen, wie ja, ich dann denn... Da mussten Sie erst nach Berlin kommen. Ja, ja, wie ich denn den Dürer überhaupt hier hinkriegen kann. Ja. Und dann bin ich in die Sternwarte gefahren und habe mich mit einem Astrophysiker unterhalten. Und wie es dann weitergeht, das erzählen wir in einer kurzen Werbepause. Und spreche ich weiter mit Gabriele Borgmann über die Entstehung dieses Buches. Das ist nämlich genauso spannend wie das Buch selbst. Kurze Werbepause, dann sind wir wieder da.